der ist so ausgerastet. Der meinte so, auch wenn das irgendein YouTuber war, das ist voll die schlechte Aktion. Ich habe Julien Bams magische Bohnen rausgebracht. Songs aus der Bohne vom guten alten Seox. Ich glaube, ich komme im Video vor, ich musste Seox was schicken und ich glaube, Julien Bam hasst mich jetzt. Aber ich guck mal rein. Scheiße. Und jetzt würde ich gerne über eine Sache reden, die mich gerade echt ein bisschen sauer macht, weil... Adi Totoro. ...das auf Kosten unserer Community geht. Und zwar kursieren momentan magische Bohnen. Seox, der Schuh, der atmet. Zum Verkauf. Ich werde die ganze Zeit auf irgendwelchen Sachen getaggt. Ich habe das Ganze nicht initiiert. Das hat irgendjemand anderes gemacht. Und deswegen denke ich, weil das so scammy ist, meldet die Seite. Also wer dafür verantwortlich... Ich glaube nicht, dass er das öffentlich gepostet hat. Hat er das öffentlich gepostet oder hat er das einfach Seox geschickt? ...verantwortlich ist... Big Loose auf jeden Fall. Aber so... Ja, aber Digga, Seox ist auch ein Loser, Digga. Der hat beim Crow-Konzert, wir waren auf dem Crow-Konzert in Berlin, hat er einfach so viel getrunken, dass er kotzen musste und er hat es nicht mehr aufs Klo geschafft, Digga. So auf dem Boden. Das Projekt von uns da reinzuziehen, das... Schau sein neues Video vorher. Schau es dir an, Bro. Er hat so gehatet. Er hat das wirklich gepostet, Digga? Aber dann hasst er mich wirklich, ne? Ich jetzt... Digga, ich glaube, warte mal kurz, Chat. Ich musste halt... Wir sehen es dann im Video, wieso. Wieso er mich hatet. Er hat mir alles easy geantwortet. Ich dachte, ich habe ihm Sprachmemo geschickt und er hat mir nicht geantwortet. Aber okay. Alles easy. Das finde ich nicht so cool. Das Video sollte eigentlich jetzt schon rauskommen, aber weil das Ganze gerade ziemlich eskaliert ist und Julien Bam gerade eben das in einem neuen Video gesagt hat, was ihr gerade gesehen habt. Nochmal eine ganz kurze Info von mir, bevor ihr das ganze Video seht. Ich erkläre später im Video nochmal genauer, aber es geht dabei eben nicht darum, dass ich dem magischen Bohnen als Projekt schaden möchte. Falsche Hoffnung. Doch! Schadet den großen YouTuber, denn die werden immer größer und die bekommen alles geschenkt. ...erwarten möchte oder irgendwie das Ganze verkaufen möchte. Julien Bam hat zwar gesagt, dass die Bohnen verkauft werden, aber ich kann euch schon mal vorwegnehmen, das Ganze passiert nicht. Später haben eben Influencer Bilder aus dem Supermarkt gepostet, aber das ist alles... Influencer haben Bilder aus dem Supermarkt gepostet. Ja, damit keinen Cent verdient und das nicht irgendwie verkauft oder damit irgendwie Profit gemacht. Aber mit diesem Video habe ich sehr viel Geld verdient. Ich habe solche ähnlichen Videos schon häufiger gemacht und es geht immer darum zu zeigen, wie einfach es ist, eine Fake News zu verbreiten und die Leute eben tatsächlich etwas glauben zu lassen, was einfach nicht wahr ist. Und eben auch. Seox hat ein bisschen Angst. Er hat ein bisschen Angst, dass er angeklagt wird. Davor zu warnen und darf das Thema aufmerksam zu machen. Weil die magischen Bohnen... Nee, ich schau mir sein Video nicht an. Ich gucke jetzt dein Video. ...ein aktuelles Thema sind und Fake News sich ja generell auch immer um aktuelle Themen drehen, habe ich eben dieses Thema genommen und daran versucht, ob es eben Leute glauben oder nicht. Deswegen ganz wichtig zu wissen, ich möchte keinen damit schaden, keine falschen Hoffnungen machen, falls ihr es irgendein getan habt. Schnell in die neutrale Schweiz flüchten, ja. Das rate ich dir, Seox, Digga. Tut mir leid. Auch in Julien an der Stelle nochmal sorry, ich hätte das bestimmt vorher kommunizieren sollen oder absprechen können. Schaut euch auf jeden Fall Part 3 an, wenn er online kommt. Ich wollte den Account tatsächlich auch gerade selbst löschen. Ich bin online gekommen und der war schon gelöscht, weil den tausende Leute reportet haben, was ja auch gut so ist. Und das einmal vorwegzunehmen, die Follower auf dem Account sind nicht tatsächlich 11.000 bis 12.000 Leute, die ich damit verarscht habe, sondern alle gebottet. An der Stelle trotzdem nochmal ein dickes Sorry an alle, die getäuscht wurden und auch an Julien Bam und sein Team. Ich kann verstehen, dass sie das Ganze nicht so cool fanden und ich es sicherlich vorher absprechen sollte. Ich wusste aber auch nicht, dass das Ganze eben so krass eskaliert und es so viele Leute mitbekommen. Ich habe eher damit gerechnet, dass es so viele sehen wie bei den anderen Videos. Also höchstens ein paar tausend. Deswegen also höchstens 30 Leute? Nee, Spaß. War ein Witz. Seox, war ein Witz. Von meiner Seite aus, ich erkenne die Fehler, die ich gemacht habe. Ich entschuldige mich dafür, aber hoffentlich findet ihr das Video trotzdem mit. Schreibt eure Meinung aber wirklich super gerne in die Kommentare. Digga, es ist so cute, wie er so gestresst ist. So, oh, ich muss jetzt das vor dem Video filmen, sonst werde ich angeklagt. Bin für Kritik auf jeden Fall offen. Ich hoffe, die meisten von euch verstehen zumindest, wie das Video gemeint ist und hält nicht unnötig rum. Wie gesagt, konstruktive Sachen immer gerne in die Kommentare und dann viel Spaß in dem Video. Julien Bam macht ja gerade seine letzten Videos, was by the way sehr schade. Dafür machen aber alle Millionen von Klicks und Grund dafür ist unter anderem auch die Promo, die er davor macht. Vielleicht habt ihr ja von seinem OnlyFans mitbekommen. Der, sagen wir, typische Content auf OnlyFans ist ja was sehr Spezielles. Warum auch jeder Hype war, warum Hey Digga, nicht. Ich bin ganz ehrlich, ich weiß nicht, ob ich das schon mal im Stream gesagt habe, aber ich habe da Julien Bam auf OnlyFans abonniert, als er das gemacht hat. Habe ich einen OnlyFans-Account? Vielleicht benutze ich den? Vielleicht. Ich halte mein Maul. Bam auf einmal OnlyFans macht. Die Bilder, die er aber dann gepostet haben, waren alles andere als das und haben hauptsächlich sein neues Projekt angekündigt. Ich hätte ihn halt wirklich gerne nackt gesehen. Ja, eben ich auch. Ich wollte eigentlich Julien Bam nackt sehen. Scheiße. Das war für einen kranken Hype gesorgt und der erste Part hat mittlerweile über 5 Millionen Klicks. Da er aber immer 3 Parts zu einem Video kommen und erst 2 draußen sind, dachte ich mir, wann nehme ich einfach die Promo für den dritten Part. Und was wäre cooler, als aus den magischen Bohnen ein Produkt zu machen, was am Ende tatsächlich jeder im Supermarkt kaufen kann? Oder es zumindest hier denken zu lassen. Dafür brauche ich als allererstes aber ein gutes Design. Für die Design
meins rufe ich wieder Felix an, der hat mich schon mal bei einem Video unterstützt, wo ich Fake-Plakate für einen angeblichen Boxkampf zwischen Montana Black und Tanzer mit aufgehangen habe. Und da hat er das Plakat designt und die ganzen Designs für die Website gemacht. Und deswegen denke ich, dass er mir auch wieder super gut bei dem Projekt helfen kann. Jo, Felix Silvester, du hast ja schon letztes Mal für mich krasse Designs gemacht fürs Plakat. Du schaust ja wahrscheinlich Julian Bam, der macht ja immer so Songs aus der Bohne. Okay, und ich dachte mir, was wäre denn jetzt, wenn er quasi diese Bohnen als Objekt rausbringen würde, als Produkt? Und da habe ich direkt wieder an dich gedacht. Ja, meinst du, du kannst wieder was designen? Ja, das kriegt man, glaube ich, hin. Cool, machen wir was richtig Geiles draus. Wie gesagt, es muss wirklich so aussehen, als würde es tatsächlich in den Laden kommen. Ja. Es wurde kein Aufwand gescheut, diesem Video den höchstmöglichen... Ich weiß das Wort nicht. Ich halte einfach mein Maul, Digga. Schlag mal. Geil. Derzeit habe ich schon einen Plan gemacht, wie ich alle von dem magischen Boden überzeuge. Bevor das Video weitergeht, aber ein ganz wichtiger Disclaimer. Ich möchte, dass das keiner hier irgendwie falsch versteht. Ich möchte weder Julian Bam damit schaden, noch irgendwie selbst daraus Profit ziehen. Und natürlich möchte ich das Produkt auch nicht wirklich rausbringen. Es geht wie immer in anderen Projekten dieser Art eigentlich nur darum zu zeigen, wie die Öffentlichkeit auf eine Fake News reagiert und ob sie es glauben oder ob sie es eben nicht glauben. Es ist eine journalistische Abschlussarbeit von Seox. Dabei sind die magischen Bohnen hier einfach ein aktuelles Thema, wie es auch alles... Ja, aber Digga, ich Seox, kannst du bitte beim nächsten Video noch ein paar mehr Disclaimer reinbringen? Ich verstehe den Witz hier nicht. Ich glaube, du meinst es ernst. Das andere sein könnte. Also versteht das bitte auf keinen Fall falsch. In der Beschreibung findet ihr aber einen Link zu Julian Bam. Schaut euch dort auf jeden Fall, wenn er rauskommt, den dritten Part von den magischen Bohnen an und auch die ersten beiden... Ey, aber jetzt mal eine Frage, Chat. Wer ist eigentlich Julian Bam? Der Plan ist ganz einfach. Zuerst einmal brauchen wir einen seriösen Instagram-Account wie jede Firma. Der sollte dabei möglichst viele Follower haben. Okay, warte, ich muss mal ganz kurz Seox anrufen. Einfach für den Disclaimer. Warte mal. Das war nicht ernst gemeint, alright? Nimm das nicht so ernst und denk daran, das ist alles nur fürs Video gewesen. Ja. Hast du mit Julian Bam geredet? Nee, aber mit Vincent Lee soll ich die Autos weiter schicken? Was? Ich habe mit Vincent Lee geredet, willst du die Autos haben? Ah ja, nee, alles easy. Okay, ist der auch sauer oder was? Nee, der ist gerade auf dem Festival, der hat davon gar nicht mitbekommen. Aber der meint, dass die das halt alle sehr kritisch gesehen haben, vor allem, weil da sein Gesicht so drauf war. Ah, easy. Du musst dir sein Video mal anschauen, der ist so ausgerastet. Der meint so, oh, wenn das irgendein YouTuber war, das ist voll die schlechte Aktion und so, und das zerstört das Projekt und das Image und das. Der hat ein Drittel seines Videos nur mir gewidmet, wo er vorher noch gesagt hat, ja, Part 3 kommt dann und dann. Digga, das Video macht wieder 1 Million Klicks und ein Drittel davon geht darum, wie er mein Video hatet. Ist ja geil. Nee, ist nicht geil, deswegen mache ich auch zu kleinen Disclaimer rein. Aha, ja. Ja, aber ja, für dich ist es nicht so schlecht. Das ist ja jetzt aufgelöst. Also, ja, hoffentlich bekommen es viele Leute mit, dass es aufgelöst ist. Ja, hoffentlich. Dafür kannst du beitragen. Jungs, link gerne in den Chat und dann mich alle... Ja, es schauen 118 Leute zu. Du wirst Fame. Geil. Hast du die Story mal erzählt, dass ich gekotzt habe im Crow-Konzert? Hast du noch nie erzählt, ne? Nee, habe ich noch nie erzählt. Ey, ich schau weiter. Danke. Gut. Tschüss. Dann brauchen wir einen Werbespot. Der sollte möglichst authentisch sein und darum kümmert sich mein Cutter. Den posten wir dann auf dem Instagram-Account und währenddessen werde ich Bilder im Supermarkt von dem magischen Bohnen machen, die dann an Influencer schicken und schon glaubt uns jeder, dass diese Bohnen wirklich rauskommen. Ganz einfach, oder? Folgt mir für mehr Business-Tipps. Danke, Mann! Nee, aber ernsthaft, über 60% meiner Zuschauer haben mich noch nicht abonniert. Okay, Jonas, erklär du es ihnen. Du willst mir sagen, über 60% habe dich nicht abonniert? Ich weiß gar nicht, was ich dazu sagen soll. Abonniere den... Fucking Jonas, Digga. Schachteln sind falsch. Ey, nur Opfer sind in einem Video, Digga, Mann. Scheiße. Sind die angekommen? Jetzt fehlt nur noch dieser Adi Totoro. Sind die eben noch nicht zusammengefaltet, aber darum kümmere ich mich jetzt. Ich habe auch leider noch so überhaupt gar keine Ahnung, wie ich das zusammenfalten muss. Aber ich probiere es mal irgendwie aus. Ich sehe gerade tatsächlich auch zusammen mit euch das erste Mal das Design, was Bug gemacht hat. Aber ich glaube, bevor ich es euch zeige, mache ich lieber die Schachtel einmal zusammen, dass ich euch das dann einmal gesamt zeigen kann. Okay, ich habe es geschafft tatsächlich. Schaut sie euch an. Wenn das nicht geil aussieht. Ich hab tatsächlich auch... Diese magischen Bohnen mag ich. Also verstehe ich es, weil... Ja, scheiße. Ich hab nochmal eine E-Mail von der Druckerei bekommen. Die meinten, dass ich das Format nicht ganz eingehalten habe. Ich habe überhaupt keine Ahnung gehabt, was die meinten, aber jetzt weiß ich. Und zwar ist die Öffnung auf der Rückseite und nicht hier vorne. Ich glaube, ich zeige euch erstmal die Schachtel. Also, ja, das ist ein Riesenproblem, Digga, scheiße. Auf der Vorderseite der Schachtel sieht man Julian Bam. Aber man muss wissen, es ist nicht ernst gemeint. Unglaublich epischen Schriftzug, magische Bohnen. Den aber der erstbeste Typ auf Fiverr gemacht hat, aber egal, das sieht gut aus. Im Hintergrund sieht man super viele Bohnen, die extrem leuchten und glitzern. Sieht fast wie irgendeine Droge aus. Aber so stelle ich mir ein Influencer-Produkt von Julian Bam vor. An den Seiten sieht man noch einmal die verschiedenen Bohnen, die denn drin sein sollen. Und auf der Rückseite stehen die ganzen Sorten. Und zwar Mango, Beere, Pitaya. Wer mich nicht weiß, was das ist, googelt mal. Das ist einfach das komplizierte Wort für Drachen. Aber by the way, ich habe euch gar nicht gesagt, was mir Julian Bam geschrieben hat. Julian Bam hat mir einfach, ich habe die Story gepostet, er hat nur geschrieben, was das, verkaufen die. Das hat er mir geschrieben.
Galaxy, Magie, Minze, Melone und Avocado. Also wer sich schon mal gefragt hat, wie Avocado, Galaxy oder Magie schmeckt, hol ich die magischen Bohnen. Aber natürlich habe ich diesmal, wie auch eigentlich in jedem meiner Pranks, wieder das eingebaut, wo man erkennen kann, dass es nicht echt ist. Also wenn dann die Influencer später die Bilder posten, können die Zuschauer definitiv erkennen, dass dieses Produkt nicht echt ist. Ist das TV Total Hintergrundmusik oder www Hintergrundmusik? Vielleicht habt ihr schon gesehen habt, aber auf dem Produkt fehlt komplett eine Inhaltsangabe. Also welche Zutaten drin sind, woraus es... Ja, das ist true. Die Verpackung sieht ein bisschen leer aus. So ein bisschen unprofessionell. Produkt besteht und das muss in Deutschland immer sein. Genauso fehlt auch ein Barcode und alle möglichen anderen rechtlichen Informationen und halt die Sache, die nicht ganz mit Absicht war, aber die man auch... Ja, aber ne, das Geile ist, jetzt hat wirklich Chat, Chu kann einfach so Seox anrufen und sagen, yo, kann ich dieses Design haben? Ich bringe das Produkt jetzt raus. Da kann er alles von Seox nehmen, den Account mit den gebotteten Follower und er hat ein Produkt. Easy. Auch nehmen kann, es ist halt keine Öffnung vorne, die ist halt hinten. Aber ist ein Influencer-Produkt, scheiß drauf. Ich möchte ja nicht nur Bilder von den Schachteln machen und die dann Influencer schicken, sondern ich möchte die tatsächlich auch verschenken und Leute auf der Straße befragen, wie sie die finden. Damit man eine ernsthafte Meinung hat, ob das Produkt überhaupt erfolgreich sein kann oder ein kompletter Flop ist. Deswegen müssen wir die Dinger nur noch befüllen. Die Frage ist aber, was kommt rein? Das macht Julian Bam in seinen Videos ganz einfach und zwar benutzt er da ganz normale Jelly Beans. Und deswegen habe ich mir hier auch Überpackungen geholt. Und die werde ich jetzt in die Schachteln füllen. Was natürlich auch direkt auffallen könnte, ist, dass die Jelly Beans hier einfach überhaupt nicht die Farben sind, die hinten draufstehen. Also es passt schon mal überhaupt gar nicht. Aber wie gesagt, wir haben auch keinen Barcode, wir haben keine Inhaltsangabe. Es dürfte alles auffallen. Aber mal schauen, ob es tatsächlich die Leute im Endeffekt checken. So dumm, dass ich die von hinten aufmachen muss. Das war so dumm, das so zu kaufen. Magische Bohnen, Freunde. Damit es jetzt auch wirklich jemand glaubt, dass die Bohnen echt sind, brauchen wir einen guten Social-Media-Auftritt und am besten auch einen seriösen Instagram-Account. Darum hat sich mein Cutter Levi gekümmert. Er macht häufiger Werbespots zu Firmen. Digga, fucking Seox hat mehr Angestellte als ich. Also, ich habe gar niemanden, aber er hat etwa 1000 Leute. Digga. Und hat auf die Social-Media... Und das mit 30.000 Abos, Seox. Sag mir mal, was mache ich falsch in meinem Leben? Pause für die magischen Bohnen übernommen. Okay, also für die Instagram-Seite habe ich mir einfach überlegt, ein Seox halbe GmbH. Ein paar clean Designs zu jeder Geschmacksrichtung zu machen, die dann auf der Insta-Page noch ein gesamtes Bild ergeben. Das heißt, dass jedes Bild zu jeder Geschmacksrichtung aus drei verschiedenen Posts besteht. Dafür habe ich einfach ein paar Jellybeans fotografiert, die ausgeschnitten und dann noch einen Text dahinter gepackt. An den Seiten habe ich dann einfach die verschiedenen Zutaten reingemacht und noch die Farbe vom Hintergrund angepasst. Das gleiche habe ich dann für die ganzen anderen Geschmacksrichtungen auch gemacht und nach ein paar Stunden waren alle Designs fertig. Yo! Das Insta sah actually gut aus. Was geht? Du wolltest mir was zeigen? Ja, genau. Ich hab die Designs fertig. Okay, ich bin gespannt. Okay, es sieht geistkrank aus. Er sieht deutlich krass aus, als ich dachte. Ey, sausig. Okay, geil. Die posten wir jetzt alle auf Insta, das glaubt uns jeder. Ich sag dir jetzt schon, das glaubt uns jeder. Ich habe jetzt den Instagram bekommen für die magischen Bohnen erstellt und tatsächlich sogar den magischen Bohnen-Account-Name bekommen, was ich niemals dachte. Ja, das dachte ich auch. Ich habe mir gedacht, dieser Name ist zu 100% weg, aber hat ihn einfach gegettet. Es sind auch schon die ganzen Bilder von GG, Bro. Verschiedene Sorten online, die teilweise auch schon mehrere hundert Likes haben. Plus der Account hat jetzt schon fast 10.000 Follower. Jetzt ist natürlich die Frage, warum? Erste Option, den Leuten gefällt es tatsächlich sehr gut und die abonnieren und liken, weil sie so hyped für die Bohnen sind. Die zweite Option wäre, und es ist die zweite Option, ich habe über 100 Euro für Likes und Follower ausgegeben. Es schmerzt, deswegen... Warte, 10.000 Follower kosten nur 100 Euro. Da muss ich mal ran, Chat. Abonniert jetzt auf jeden Fall gerne den Kanal und liked dieses Video, damit ich das Geld irgendwie vielleicht wieder reinbekomme. Aber der Account ist jetzt auf jeden Fall so halbwegs seriös und ich glaube tatsächlich, dass es gar nicht so schlimm ist, weil viele andere Influencer-Produkte, bin ich mir sehr sicher, dass sie auch den einen oder anderen Follower gekauft haben. Damit die Influencer später Bilder von den Bohnen posten können und tatsächlich behaupten können, dass es die Bohnen wirklich schon im Markt gibt, habe ich in einem Supermarkt die Bohnen in ein leeres Fach gestellt und einfach ganz viele Bilder davon gemacht. Und zu meiner Überraschung haben sie tatsächlich sehr gut zu den anderen Süßigkeiten gepasst. Das Lustige ist, die passen hier, also es ist sehr risky, was wir gerade machen, weil hier sind wirklich um uns herum so viele Leute. Ja, am besten auch noch viel näher zur Kasse gehen, dass die Mitarbeiter es gar nicht sehen. Das passt perfekt da rein. Das ist so lustig. Das passt perfekt, wirklich, da ist kein Millimeter mehr frei. Wir kaufen gerade einfach nur irgendwas, damit es nicht so sassy aussieht, weil wir standen ja gerade da, ich habe ja die ganzen Sachen wieder eingeräumt, meinen Rucksack, und das hat, glaube ich, der Kassierer gesehen, deswegen wir kaufen jetzt irgendwas, damit es nicht sassy wirkt. Wir haben ja nichts Illegales gemacht. Jetzt wollte ich aber auch wissen, wie die Zuschauer die magischen Bohnen finden, wenn sie denn tatsächlich rauskommen würden, deswegen habe ich einfach mal ein paar von ihnen gefragt und naja, seht selbst. Jungs, kann ich euch mal kurz was fragen? Ja. Wir suchen gerade, also wir holen uns gerade ein paar Meinungen ein zu einem Produkt. Kennt ihr den, der da... Chat, was denkt ihr, von welchem YouTube-Kanal sind die Abonnenten, wenn man die so anguckt? Ich glaube, Eli Geller. Ganz klar, Eli Geller Zuschauer. Finanzfluss, Mr. Wissen to go. Wie so ein Trimax, Bro. Sie sind viel zu alt für Trimax. Ich glaube, Eli Geller oder Mr. Wissen to go. It's Julian Gangbang. Ja, yeah. Richtig, Julian Gangbang. Paluten, Digga. Nein, du kennst ihn nicht. Okay, du... Er hier, Digga. Er hier ist Abonnent von... Nee, Digga, die sind alle InScope. Alle InScope, Digga.
Nein, du kennst sie nicht. Nee, aber einfach so, wenn es jetzt ein Produkt wäre. Wie fändet ihr das? Fändet ihr es, schmeckt es euch? Würdet ihr es kaufen? Würdest du schon einfach kaufen? Was ist Galaxy jetzt? Was ist okay. Ja. Das sind Mark Gebauer Abonnenten. Ich echt, sagst du? Hello everyone, this is Mark again for you. Ja, sieht nicht so professionell designt aus. Okay. Die Farben auch, keine Ahnung. Ja, aber wissen wir die Sorten anscheinend vielleicht. Mal Meinung dazu. Ja, relativ normal. Sieht sehr farbenfroh aus. Ja. Meint ihr, ich würde das auffallen, das Auge stechen oder so? Nö. Nicht? Nein. Okay, harsche Kritik. Ist nicht schlecht, es ist sehr bunt. Und ich bin high. Also die Verpackung ist jetzt auch nicht so krass. Okay. Nee. Die roasten ihn einfach alle. Der Typ gefällt mir nicht. Das sind Schweizer, Digga! Das sind Schweizer! Gefällt mir nicht. Das sind Schweizer, Digga! Ah, die Swiss in Chat oder keine Ahnung was. Also dieser Typ gefällt mir nicht. Ich habe Onschuhe und eine Roger Federer-Kappe. Das ist ein Influencer. Das ist ein YouTuber. Okay, das kostet im Endeffekt 7 Euro. Das ist ziemlich teuer, finde ich, aber deswegen. Aber würden Sie das jetzt wahrscheinlich nicht kaufen im Laden? Nein. Nicht? Warum ich nicht? Ich auch nicht. Meine Eltern, Digga, what the fuck? Nee, sind nicht meine Eltern. Sind die Eltern von meinen Cousins. Nicht mehr aus wie ein Lebensmittel. Ja, aber nicht Eisen, oder? Ja. Jetzt mal so, wenn ich das anschaue. Eine Kippesachtel angelehnt, oder? Ich weiß ja nicht, wie gesagt. Aber dann danke ich nicht. Generell einfach irgendwie etwas unverschämt, dass man mehr Geld für etwas zahlen soll, nur weil das Gesicht von einem Influencer drauf so groß ist. Ja. Oha, oha, oha. Oh, er ist sauer. Er ist richtig sauer. Er guckt Mr. Wissen to go und Finanzfluss. Produkt ist wie etwas anderes. Gut, das stimmt. Er macht Dropshipping so, aber als Hobby. Das kann ich verstehen. Gut, aber danke. Okay. Und die Schweizer sagen, oh, das ist noch billig. Da leider keiner so wirklich von dem Boden überzeugt war, blieb mir nichts anderes übrig, als die letzten Schachteln einfach zu verschenken. Aber nicht? Schade. Jungs? Ey, bist du die Seahawks oder ja. Wie? Ja. Ey, können wir ein Foto machen? Okay, Junge hat da noch ein paar Meinungen ein und tatsächlich der Einzige bis jetzt, der gesagt hat, oh, ich hab keinen Bock, ich möchte nicht reingenommen werden, das Video und so ein paar Pixel mich und so, ist der Einzige, der mich erkannt hat, wo er ein Bild mit mir gemacht hat. Free. Kostenlos. Super. Wir haben? Kostenlos. Free. Kacke. Aber Digga, er läuft auch so wie so ein Scam-Dude auf der Straße, so richtig schnell, so nimm das, da ist eine Bombe drin. Warum ich die jetzt einfach verschenkt habe an irgendwelche Leute, das sind auch alles Leute irgendwie, wo ich sage, die passen in die Zielgruppe rein. Ich denke mir halt, im Endeffekt machen die vielleicht irgendwie eine Story, markieren ihn irgendwie schon, aber kommen dann vielleicht schon einige davon mit am Ende, aber mal schauen, vielleicht machen die eine Story, vielleicht nicht. Das Feedback war also sehr zerschmettert und alles andere als positiv, aber genau deswegen war es jetzt Zeit, dass die Influencer die Bilder in ihre Story posten. Mhm. Ich weiß nicht, ob ihr euch noch an das UFO wieder erinnern könnt, wo schon super viele zu mir meinten, dass der Plan absolut übertrieben war. Aber glaubt mir eins, der Plan dieses Mal ist noch krasser. Wir haben noch mehr und noch größere Influencer dabei. Zum Beispiel dieser einer Schweizer mit dem Topfrisur. Alle etwas. Digga, kann ich reden? Bin ich dumm? Und die Bohnen posten werden. Das nicht nur auf einer Plattform, sondern auf Twitter, TikTok, Instagram und sogar noch mehr. Dabei kommen die ganzen Posts zu anderen Uhrzeiten online, aber beziehen sich trotzdem jeweils aufeinander. Euch den ganzen Plan zu erklären, wäre viel zu komplex. Aber es dürfte sehr, sehr natürlich wirken. Nochmal eine extrem. Ja, Seahawks wollte einfach flexen, dass er die Kontakte hat. Er wollte einfach sagen: Guck mal, ich habe die Kontakte, ich habe das Netzwerk, ich bin the top G of Germany. Vielen Dank an alle Influencer, die mir dabei geholfen haben. Und nochmal eine ganz wichtige Info: Die ganzen Influencer sind alle eingeweiht, das heißt, keiner davon ist tatsächlich so dumm und postet das von sich aus. Aber ich denke mal, das sollte ja sowieso klar sein. Wir werden uns am Ende nochmal anschauen, wie andere Influencer, die Zuschauer und eventuell sogar Julian Bam selbst darauf reagieren wird. Aber vorher hier einmal die Posts der Influencer. Digga, guck mal. Ich habe das gepostet. Und das Ding ist, ich würde nie so ein Bild machen. Erstens die Tiefen und Schärfe und zweitens die Hände. Ich bin halt ein bisschen älter und meine Hände sind halt schon gezeichnet vom Leben, Chat. Das ist halt so. Und seine Hände, also Seahawks, ich will jetzt nicht sagen, es sind Babyhände, aber Bruder, das sind Babyhände. Einfach kein Konzept. Ich hab den Tweet von kein Konzept gesehen. Der Tweet von kein Konzept habe ich gesehen. Dann habe ich den Seahawks geschrieben, so, hey Digga, er hat sogar gepostet. Julian Bam hat eigene Jellybeans rausgebracht. Nach seiner bekannten Der Toaster ist im Toaster. YouTube-Serie Songs aus der Bohne. Also bin ich in den Rewe gesteppt und hab sie auch schon gefunden. Sieht man auch nochmal den wunderschönen Julian Bam drauf. Ich hab sie dann gekauft und werde sie morgen probieren. Also mach das bloß weg, um das nicht zu verpassen. Hast du schon den Ja, ich hab schon den magischen Bummel bekommen. Warum haben die das nicht vor 3 Jahren gemacht, als die magischen Boom ihre Premiere hatten? Wussten die noch nicht, dass es so krass wird? Hat es so lange gedauert, Digga? Ist ja krass, oder? Ich fühl's, Digga. Rewe? Jungs, gehe ich heute in Rewe noch? Wie teuer sind die? Sieht man das irgendwo? Digga, wenn ich gleich in Rewe... Wer ist er, Chat? Die Jungs sind da nicht, ich werd so sauer, ne? Ich spreche Mitarbeiter an, haben sie die Julian Bam... Jellybeans und der Junge guckt mich an und sagt, verpiss dich! Also voll, die allermeisten Posts mittlerweile online und es läuft super gut. Schon nach ungefähr 10 Minuten hat Julian Bam davon selbst mitbekommen. Hier, was das? Verkaufen die die? Und dann habe ich ihm eine Sprachmemo geschickt, wo ich mich verteidigen musste. Holy shit, Digga, ich war das nicht, das war irgendjemand anderes und ich wollte so nett sein, aber nicht sagen, dass es Seahawks ist. Dann hat er geschrieben, auch wahrscheinlich Revi.
über die Story von Adi Totoro. Die Sache ist jetzt aber, die ein bisschen unlucky ist. Rebe hat ungefähr genau zu dem Zeitpunkt, wo die ersten Storys online kamen, selbst eine Story gemacht, wo er mit Julian Bam Handshake macht. Die hatten ja Beef. Vielleicht habt ihr es ja mitbekommen. Die Sache ist aber, dass Julian Bam trotzdem noch Rebe dahinter vermutet. Ich hoffe, ich habe diesen Streit jetzt nicht irgendwie nochmal neu angefacht. Ansonsten tut es mir leid. Rebe selbst ist aber nicht so wirklich beeindruckt von der Echtheit der Bohnen. Was komisch ist, wenn er es angeblich ja selbst gewesen sein. Das ist auch ein Screenshot von mir, Chat. Revi hat, weil ich habe dann Julian Bam zuerst nicht geantwortet und dann hat mir Revi meine Story geschickt und geschrieben, ist das bad? Und dann muss ich ihm auch erklären, yo Bro, chill. Ansonsten, die Kommentare bis jetzt sind super nice. Also ich habe mehrere DMs schon bekommen, die fragen, wann die Bohnen endlich rauskommen, wo es sie geben wird. Und super viele schreiben, dass es halt echt gutes Marketing wäre und voll schlau von Julian Bam wäre. Danke. Das Ganze ist dann auch sehr schnell ziemlich abgegangen. Die TikToks, Reels und Shorts haben teilweise mehrere hunderttausend Klicks bekommen. Auf die ganzen Tweets und andere Posts gab es so viele Antworten. Zum Beispiel, wann, wo und in welchen Ländern sie in welchen Laden kommen. Und der Account hat tatsächlich noch über 1000 echte Follower gemacht. Unter den Reaktionen war auch so ziemlich das alles ist krass. Es gab viele, die es geglaubt haben, die unbedingt testen wollten. Ganz viel Lob für den Move, die Bohnen tatsächlich passend zu den Videos rauszubringen. Vermutungen, dass Drew vielleicht doch eher Drogen auf den Markt bringt. Empörung darüber, dass es wahrscheinlich einfach teure Jellybeans sein werden. Und sehr viele Thesen, welcher YouTuber dahinter stecken könnte. Also ich würde sagen, es war ein kompletter Erfolg. Ich habe es nicht nur geschafft, euch hoffentlich mit dem Video zu unterhalten, sondern habe auch möglichst vielen Leuten gezeigt, wie einfach es ist, Fake News zu verbreiten. Habe keine Anzeige für Julian Bam bekommen und ihm vielleicht sogar die Idee für ein Milliarden-Business gegeben. Ich finde, das ist so ein Like wert. Kommentiert doch gerne mal, ob ihr irgendwas von den Bohnen mitbekommen habt und wie viel Grad es bei euch ist, dann wo ich es gerade aufnehme. Sitze ich bei 80 Grad in meinem Zimmer und ich sterbe. Ey, gutes Video, Seox. Kuss geht raus, aber wirklich eine Bitte, Bro. Kotz bitte das nächste Mal beim Crow-Konzert nicht auf dem Boden. Das wäre mir sehr, sehr wichtig. Viel Spaß, gutes Video. Guck bei dem Jungen vorbei. Er ist ein kleiner YouTuber. Oh Mann, ey, Digga. Küsse gehen raus, Seox. Sehr, sehr nice Video. My heart just got stuck between these loops. My heart